Jawohl, läuft's. Jawohl, immer frei. Sind wir drauf. Jawohl, sind wir drauf. Ja, servus und hallo dir. Wieder einmal zum heutigen Video, zum heutigen Update aus dem Chrome Valley. Ja, heute ein super Tag wieder einmal. Ein super, super sonniger Tag. Nach einer Woche Regen. Es ist Wahnsinn, was da oben bläscht. Es ist nicht mehr normal. Alles wascht aus. Das ganze Gemüse verreckt unten. Weil natürlich der Boden verdicht und verdicht und verdicht, weil alles eingewaschen wird mit dem Platzring. Gurken sind schon alles am Tee, kann ich euch auch noch zeigen, aber das schaut schlecht aus heuer, das schaut schlecht aus, leckt mir am Arsch, du. Ja, mei, hilft ja nicht, muss man nehmen, wie es kommt, hilft nicht, und dann haben wir denkt, na, ein ist einmal ein sonniger Tag, ein gehst raus, ein zückt sie aus, nicht? Ein zückt sie aus, dass du mal wieder weiter arbeitest am Tomatenhäusl. Ja, ich habe gesagt, im letzten Video, wer es nicht gesehen hat, schaut es rein. Das letzte Video habe ich ja gesagt, dass ich ein mobiles Treibhaus baue, der Tomatenhäusl. Besser gesagt, modulares Tomatenhäusl. Ja, und da bin ich jetzt gerade drüber. Jetzt ist noch Feierabend und jetzt schauen wir halt, ja, zeige ich euch einmal, wie weit ich gekommen bin. So schaut jetzt momentan aus, diese ganze Spülerei da. Genau, also ganz eine einfache Sache eigentlich. Im Prinzip ist das eine Art Holzständerbauweise, wie man, wie ein Häuser baut, wie ein, oder so eine Art halt, mein Gott, nein, so haben wir mal angeschaut. Und das, jetzt mache ich halt da so ein Tomatenhäusl, ja? So ein Treibhäusl draus. Im Prinzip ist das alles vernutzt und verfedert. Jawohl, so schaut das Ganze aus. Und dann habe ich da eine Brettschicht halt gemacht. KVH sagt man auch dazu. Mei, ist auch nichts Besonderes, ne? Ein paar Brettel aufeinander geklemmt. Im Endeffekt sind es drei Bretter, sauber angerichtet, auf der Hufelbink, hat es auch gesehen. Und dann, oder seht ihr es nachher, und dann zusammengeklemmt, dann entsteht so ein Balken, 8 auf 8 ungefähr, ne? Ungefähr 8 auf 8 Balken. Und dann habe ich da so Rahmen halt gemacht im Prinzip, 4 so Rahmen, und die werden dann zusammengestellt. So wie sie jetzt da stehen, und dann am Ende, wenn es auf dem Gemüsegarten ist, da dann mit einem Gewindstangel halt zusammengezogen. Nicht auf zwei Stollen um und unten. Im Prinzip nichts Dramatisches, um und unten ein Gewindstangel durchgeschnalzt. Und dann mit einer Mutter, ja, hat es ein bisschen ausgespreiselt. Naja, ist ja wurscht. Ist für den Außenbereich, ist taugt schon. Es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall. Und dann, da wie gesagt, der Gewindstangel durch. Und dann komplett durch, Murdern, selbstsichernde, hinten vorne hin, Beilachscheiben, zusammengezogen, das Ding wirft kein Mensch mehr um. Ja, das hält jeden Gewieder und alles Mögliche, meine ich, halt das her. Es ist mordsgestammig, also da kann man schon hinhalten, wie Sau, das hebt, wie Sau. Da fällt sich nichts, ne? Hoffe ich einmal. Probieren wir es aus, wenn es der Wind mitnimmt, dann nehmen wir es mit, dann soll er es haben. Weil, dann muss man halt wieder was Neues bauen, nicht? Aber mein Versuch ist auf jeden Fall wert. Genau, da kommt oben dann nur ein Dach drauf. Ja, so schaut das Ganze aus. Da kommt oben nur ein Dach drauf. Und dann sollte das Ganze nur mit der Plane bespannt werden. Das wird noch einer gespannt, das zeige ich euch dann noch, wenn es fertig ist. Das dauert noch ein bisschen. Aber dann im Prinzip soll es fertig sein, genau. Und dann ist das ein Treibhaus. Ja? Da kann man reingehen. So schaut das Ganze aus, alles halt verzapft und noch die Tübe eingeschnalzt. Und dann sollte das Ganze ein Klima, ein Treibhauseffekt
da drin produziert werden, kennt ihr alle, ist eh klar. Ne? Und noch sollen die Tomaten wachsen, jetzt auch. Hoffen wir es einmal. Wir probieren das, heuer das erste Mal. Wir haben zwar ein Treibhaus, hat es auch gesehen, aber so ein Mobiles, das probieren wir jetzt einfach einmal. Mehr wie hier werden, ganz nicht. Hab ich schon einmal gesagt, ne? Jawohl. Und noch, schauen wir mal, ob das noch hebt. Den Sommer durch und dann, wenn es im Winter reingeht, nach der Rand von dem ganzen Gemüse, dann bauen wir es wieder an, Gewinnstangen lassen, die einzelnen Rahmenteile zusammen, ja, auf einer Palette drauf oder was, eine mit dem Bulldog-Staplergabel her reingefahren, aus dem Haus. So sollte das Ganze funktionieren. Ob es noch so wird, ist die andere Frage.
Sarah, hurig hast du. Oh, lecker, 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 lecker. Ja, die Sumpfwald einfach, ne? Na, die sind jetzt das, das Xadi, das hat ihr gesehen, das ist auch in einem Video drinnen, schaut mal rein. Ich meine, das erste Video, genau, das erste Video, das wo ich reingestellt habe, das ist das mit den kleinen Anteilen gewesen, jawohl. da habe ich das Zeug ausgesagt. Ja, da habe ich jetzt, kann ich euch einmal wieder zeigen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie lang das her ist. Schaut einfach rein, solang das Video alt ist, so alt sind jetzt, ist jetzt das Xadi auch, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja, zeige ich euch einmal jetzt, wie das Ganze ausschaut. Es schaut schlecht aus, ich sag's euch ganz ehrlich. Die Sonne fällt einfach. Die Sonne zeigt normalerweise die Pflanzen raus, aus dem Saumasser, der kommt hoch wie die Sau. Und Wasser fällt einem nicht. Gedüngt habe ich auch mit Brennnesseljauche und so, im Prinzip wie allerweil. Aber Zunfalt brutal. Also da haben wir jetzt da einen Tabak, ne? Den wir auch gepflanzt haben, haben wir den Havanna und der Virginia. Ja, es geht schon was auf, ne? Also die muss man auch schauen, dass man es auseinanderbringt, die einzelnen Pflanzen, aber es ist noch nicht so gar, wie man eigentlich meint nach dieser Zeit. Da habe ich allebei ein bisschen eine Plastikfolie drüber, dass es auch ein bisschen von der Wirm her mehrer ist. Dann geht es da weiter mit dem Dill. Der Dill ist schon wunderbar. Na, jetzt Plastikfolie, Wind, bleibst du fort. Dann haben wir einen Dill. Der ist super gekämmt eigentlich. Schaut gut aus. Ja, was heißt gut? Also, klar schaut er gut aus, aber halt machen. Ja, Basilikum. So schaut das ganze Gespür aus. Zweimal. Und noch Estragon, auch wunderbar, schon aufgegangen, halt alles ein bisschen hinterher, das Ganze, das ist gar. Aber Oregano, der Kamerad, der schläft noch, da geht gar nichts, Leute, Oregano geht heuer nichts, da meine ich, schaut's machen raus. Ja, Blumenkohl und Brokkoli. Ein Vereinsamter, ein Einzelkind sozusagen. Da schaut's ja brutal aus. Also heuer Brokkoli, Blumenkohl auf dem Feldrasten schon. Hat's ja gesehen, am Feldrasten schaut schon gut aus, aber da hat er nichts aufgegangen recht. Und die segnet seitlich auch mal. Und dann haben wir noch Okra und Wassermelone. Wassermelone ist komplett nichts aufgegangen bisher. Ich meine allebei, dass da nichts mehr aufgeht. Wer meint, dass da noch was aufgeht, der schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was ich falsch mache, kann auch in die Kommentare einschreiben. Die Wassermelone, die probieren wir das erste Mal heuer. Schlechtes Ergebnis. Okra schaut auch schlecht aus. Das sind die zwei Sachen da. Komplett nichts aufgegangen. Bisher muss ich sagen. Weiß nicht, ob noch was kommt. Kann ja sein. Und ja, das war's eigentlich. Also, wie gesagt, sehr magere Ausbeute bisher. Ich hoffe, dass jetzt das Wetter noch besser wird. Dann kann man es wieder ausstellen mit dem Schuckern. Ja, dann wird es eng, ob es das noch reinwachsen. Ich kann es nicht sagen. Aber man kann es wirklich nicht sagen, ob es reinwachsen, jetzt, wenn es noch warm wird. Jetzt Ende Mai. Das müsst ihr euch vorstellen, Ende Mai. Ich habe eine Jacke noch. Ich habe eine Jacke noch. 15 Grad maximal. Jetzt nächste Woche soll es ein bisschen wärmer werden mit 20 Grad. Ich hoffe, es Sonne ist zwar da, aber es ist arschkalt. Also, ich muss bald so sagen. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter bauen mit dem Tomatenhäusl, solange die Sonne noch herhält. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? In der Zeit schaut gerne noch die anderen Videos an, wo ich noch drinnen habe. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert gerne den Kanal, bewertet die Videos positiv. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt mal alle gesund, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Aus dem Kronwelli. Jawohl. Aber deri.